Tja, genug Beweise, die seine Schuld damit aufzeigen. Und ich würde sagen, haben wir irgendwelche neuen Clues dadurch jetzt bekommen? Werden nicht angezeigt, okay. Aber vielleicht können wir nochmal mit der Frau sprechen. Zum Rabbi selbst können wir ja nicht mehr vordringen. Der offenbar der Kopf hinter der ganzen Sache ist. Also wir haben jetzt im Prinzip schon alles aufgedeckt, so wie mir scheint, oder? Den ganzen Fall. So, wir gehen mal kurz erstmal zu der Frau. Zum Rabbi können wir nicht mehr und danach gehen wir nochmal in der Kneipe vorbei. Sowas, sowas. Mrs. Lauder. Oh, it's you. Come on in. So, mal schauen, ob wir jetzt mit ihr drüber reden können. Ich befürchte bald nicht, nee. Warum taucht das nicht? Ethan Gold? Ja, das will ich doch gar nicht haben. Wait. Bla. What? Since about a murder. My, what? Mach weg. So, warum habe ich das denn nicht mit hier bei meinen Clues stehen? Das frage ich mich. I'm going to leave. I'll see what. Thanks. Das ist sehr merkwürdig, weil es waren Enthüllungen, die da mit drin waren jetzt. Na gut, gehen wir nochmal in die Kneipe. Vielleicht können wir ja hier jetzt ein bisschen mehr machen. Wir haben jetzt auf jeden Fall den Hinweis darauf, dass sie sich kennen. So, an der Stelle speichere ich auch mal, denn ich habe gelesen, man kann in dem Spiel auch sterben. Und wenn wir den jetzt konfrontieren, dann will ich mal auf Nummer sicher gehen. Yeah. So, poke at the holes in the story. Aha. Your name comes up yet again, Mr. DeMarco. This time in several emails addressed to Rabbi Zelig. So, what's the deal? It wasn't me. It was another Joe. Can it? Sing another tune, because I'm sick of the old one. It's enough evidence to book you if I choose to go to the police. So are you gonna tell me what's going on? Joe DeMarco gave me the once over. His dull, pale eyes explored my face. He knitted his eyebrows as if doing some internal calculations. And then finally nodded. Fine. You want to talk? Let's talk. But not here. Follow me. Schlechte Idee. Mit dem Kerl würde ich nicht in die Hintergasse gehen, ganz ehrlich. Das kann nicht gut enden. Lass erstmal mit dem Barkeeper reden, wenn der jetzt weg ist. Excuse me. Bartender, glad to be of work disinterest. Okay, bei ihm ist nichts Neues. Gut, bei ihr wird wahrscheinlich auch nichts sein, oder? Excuse me. Hello? Nee, alles wie vorher. Okay, na dann, lass mal gehen. Das kann ja nicht gut enden hier. Come on, Rabbi. We'll have more privacy down here. Ich will nicht mit ihm da runter gehen, ganz ehrlich. Das ist so dumm. Oh, na toll, dort wo er mich vor den Zug stoßen kann, genau. You've pissed off the wrong people, Rabbi. Aha, das dachte ich mir schon. I had no problem with you, but now I gotta kill you. I see. You're an assassin. I had a feeling you were smart. Your people are in this very, very deep. My people? You mean the Jews? A very cozy operation. Okay, das war ja jetzt sehr überraschend, dass er der Mörder ist. Okay, Rabbinical Response, Nonchalant Response, Demanding Response. Ich glaube, mit der rabbinischen Variante kommen wir diesmal nicht so weit, oder? Ich weiß es nicht. Probieren wir mal Demanding. Oder? Warum nicht? Tell me about this operation. Now. Don't think I'll be doing that. Professional courtesy. Say goodbye. You think I'll go so easily? Don't make me laugh, old man. Okay, you'll pay for their deaths. Jetzt haben wir sogar mal richtig dastehen, was wir sagen. Do you really think you'll get away with this? You are a despicable human being. Das hat so ein bisschen was von Monkey Island, ne? Von dem Sprechduell quasi. Machen wir mal die Beleidigung. You are a despicable human being. Despicable, okay. Oh, the knife jetted toward my face and I swerved desperately to avoid it. I felt it prick my ear. And getting paid a bundle for it. That money is tainted with immense suffering. How can you live with yourself? You don't really want to do this. Das hier unten finde ich sinnlos.
Machen wir mal hier. How can you live with yourself? Ein bisschen Selbstvorwürfe soll er sich mal machen. How can you live with yourself? I've been doing this since I was 12 years old. You get used to it. How does a 12-year-old commit murder? You're a monster. The blood of countless innocents is on your hands. Nehmen wir mal das hier. Wir verwickeln ihn mal in ein kleines psychologisches Gespräch. How does a 12-year-old commit murder? Same as anyone. Someone asked me to, so I did. Okay, ich glaube, wir können ihn so ein bisschen ablenken. That's the most horrible thing I've ever heard. Do you do everything people ask you to? Help police. Ach komm. That's the most horrible thing I've ever heard. Oh, okay, das funktioniert doch nicht. The sharp steel... Dive bombed toward me like Judgment Day. Instinctively, I flinched. I could hear it tear the fabric of my shirt. It's about to get a lot worse. Okay, das hier oben geht nicht mehr weiter. Do you do everything people ask you to? Probieren wir das doch mal. Do you do everything people ask you to? If the price is right. Okay, ich glaube, das war die richtige Antwort. I'll double whatever you are being paid. What happened to you? Why are you so angry? Please put the knife down. Das hier oben wird ihm egal sein, weil er weiß, dass er am Arsch ist, wenn ich wegkomme. What happened to you? Machen wir mal das. What happened to you? Why are you so angry? Stop asking me these stupid questions. I am what I am, alright? Oh, können wir ihn etwa ein bisschen aufwiegeln? Your murdering scum is what you are. Tell me more about your childhood. Why are you being so defensive? Probieren wir's mal damit. Why are you being so defensive? I am not being defensive. Ich glaube, das war richtig. Weil das andere mit der Kindheit, das hätte ihn zu sehr genervt. Das hätte ihn nicht interessiert. Ha, gotcha. Are you hiding from something? Then put the knife down. Hiding from something. Knife down. Probieren wir's mal mit dem hiding. Are you hiding from something? What? No? What the hell are you talking about? Hey, I think you're just a scared little boy inside. Are you hiding behind the knife? Put the knife down. Okay, probieren wir's mal damit. Ich glaube, das ist zu beleidigend. Are you hiding behind that knife? No. I disagree. Wunderbar. Then put it down. Care to prove it? Then put it down. Ah. The hot blade swiped across my arm, turning the fabric red. It was a deep cut, but I couldn't afford to receive any others. Like hell I will. Okay. Then care to prove it. Care to prove it? What? Go on. You don't need the knife? Prove it, or are you nothing but a nebbish? You son of a bitch. Ha! I don't need a knife to take your sorry ass. Wirklich? Old man, you're funny. You think your God's going to help you out of this? Perhaps. Perhaps not. My 4 years on the B'nai B'rith Yeshiva High School boxing team will even the odds. What the hell, man? Perhaps you didn't hear me the first time. Sehr gut. Now do I have your attention? Let me go, man. You have two choices. You can answer my questions, or I throw you onto the tracks. Alter! What? You're crazy! Am I? Train's coming. Make your choice. Fine. Fine! Who sent you? I... Answer! Zelig! Zelig? He's hooked in deep with the mafioso. Did you know that? He'd find struggling businessmen like your friends Jack and Ethan. And then hook them up with investors. Investors? Mafia investors. He got them involved with the mob? Yes. He got them in debt so deep they needed a tractor to pull them out. When they refused to pay, I was called in to take care of them. So you killed Jack Lauder and Ethan Goldberg? Yes. I see. Well, one question remains. What should I do with you? Just let me go. Well... Natürlich zeigen wir Gnade. Alter, ich schmeiß den doch nicht vor den Zug. Bist du blöd? The train clattered off into the flickering distance, and Joe DiMarco remained unconscious but alive.
Perhaps you still have some purpose to fill. I've done all I can. I've shown mercy. The rest is up to God. Achievement unlocked. Mensch, a real gentleman. Spare Joe DiMarco. Ja, warum sollte ich den da vor den Zug schmeißen? Ich meine, wir sind schon noch gute Menschen, ne? Möchte ich mal anmerken. Ist sie nicht mehr da? A cold, sullen quiet radiated from the wooden panels of the door. Call it intuition, call it boldness, call it plain old curiosity. I somehow knew that the door would be unlocked. Hello? Okay. Mrs. Lauder? Rodshree? Hello? Oh no. The interior of the apartment was a mess. Chairs were overturned, glasses were broken, and the telltale signs of a struggle were evident. This wasn't over yet, not by a long shot. Okay. Na gut, schauen wir uns hier mal ein bisschen um, a floor lamp. I decided not to turn off the only light source in the room. Some abstract art, nice if you like that sort of thing. Noch mehr abstract art? Eine Note, okay, schauen wir uns die doch mal an. Shalom, Rabbi Stone. Evidently my associate proved unable to complete this task, and he did not contact me at the usual time. I believe we have business to discuss. Do stop on by. An address on the Upper East Side followed. Zelig. I could have walked away. I was getting Jack's money. I had solved the mystery. My conscience was clear. Yet the angry cries of a dead man screamed in my soul. Jack, I'm sorry, Jack. As a man, I wished you all the happiness in the world. But as a rabbi, as a religious leader out of duty, I could not accept it. Can you understand? Jack! Jack! Forgive me, Jack. I'm sorry I cast you out. I'm sorry my actions sent you down this path. I... Get a hold of yourself, Stone. This isn't your doing. Nur weil die Tatsache, dass du ihn rausgeschmissen hast, dazu geführt hat, dass er in die andere Gemeinschaft reingekommen ist und dadurch im weitesten Sinne dann gestorben ist, bist du nicht schuld daran. Musst du das nicht vorwerfen, Mensch. All men have reasons for doing what they do. Some reasons are good, while some others are definitely evil. But most lie somewhere in between. For once, my reasons were crystal clear. Zelig. Nun denn, wir haben noch Charming Fashion. Warum sollten wir dort nochmal hingehen? Keine Ahnung. Wir gehen zur Upper East Side und werden mal Zelig besuchen gehen. Enter. Rabbi Stone, how good of you to come. You didn't leave me much choice, Rabbi Zelig. That's not entirely fair. You could have walked away. I made a commitment. And you're so good at those, aren't you? Tell me what you want. I only want this, Stone. You're going to walk over to the balcony. Take a nice long look at the view. Enjoy it. It costs a bundle. Then, when you've thought carefully about what brought you here, you're going to jump over the edge. Das dachte ich mir schon. Direct response, incredulous response, rabbinical response. Ach komm, machen wir mal den rabbinischen, auch wenn die Situation jetzt vielleicht nicht gerade dafür geeignet ist. And why would I do this? How about to save her life? And if I refuse? I shoot her, then you, and throw you both off the balcony. I'd prefer to avoid complications, but it's the same to me either way. You think you'll get away with this? You have no idea what you're messing with, Stone. This goes way beyond you or me. I don't claim to see what lies beyond. All I see is a man charged with leading his people, but instead leads them to their deaths. It's not that simple, Stone. It never is. Pull your head out of the clouds and take a look around. This is how the world works. So, are you going to jump? Or is this going to get messy? Erzähl doch, worum geht's denn? Was meinst du denn? Ich werde mich nicht runterstürzen.
mit Grab his Gun. Ich befürchte bald, dass wir uns dann umbringen, weil er vorher schießt. Es ja sind ja doch 3 Meter zwischen den beiden. Aber wir können es ja trotzdem mal probieren. Ich dachte mir. I braced myself for the impact. I felt a harsh puff of metal whiz past my torso and jam harmlessly into the floor. My, my. Looks like I missed. Oh. How careless of me. Glück gehabt, er hat erstmal Mundschuss abgegeben. A twist of a smirk revealed it was anything but... You might want to rethink that move in the future. Okay, wir haben also nur 2 Möglichkeiten. Agree oder refuse. Ich mach mal refuse. Ich werde mich nicht einfach nur runterstürzen. Was hat das für einen Sinn? No. I won't do it. Very well. Holy... You shot Alter! What? You're surprised? I gave you ample warning. So... Are you going to jump? Or am I going to shoot you too? I warn you. I won't make your death as quick as hers. Der hat ein Leiden, der Typ. Hat er ja einfach mal in die Rübe geschossen, ich weiß es nicht. You'll never get away with this. Stone, you are in no position to argue with me. This gun? Untraceable. I'll say it's yours. And with your troubled financial situation and your synagogue in tatters... I doubt the police would question your actions too strongly. Meinst du, das macht so viel Sinn, ja? You vile, murdering lowlife. You can go to... I really hoped to avoid this. I just had the carpet cleaned, too. I had to solve the case, but at the cost of my life. Zedek was the detestable man. But he would go on living. As for me, I can't help but wonder, what if I could go back and do that again? A man like that shouldn't be allowed to walk the streets, let alone run a synagogue. I guess I'll never know. Doch, wir werden das natürlich wissen, weil ich mich falsch entschieden habe und wir eine neue Chance kriegen sollten. Aber ich glaube, ich muss erstmal wieder bis zu der Stelle spielen, oder? Ja, das kennen wir schon. Schauen wir mal, wenn ich auf Load gehe, da haben wir bloß... Achso, über Autosave vielleicht. Vielleicht können wir darüber machen. Ne, warte mal, jetzt habe ich was Falsches genommen, glaube ich. Oder? Nein, doch, das ist richtig. Ein neuer Versuch. Enter. Ich klicke mal gleich weg hier, denn das kennen wir ja schon. So. Direct response. Okay, diesmal machen wir nicht die rabbinische, sondern wir können ja mal. Machen wir mal das hier. What? You must be joking. Do I look like I'm joking, Stone? You must be if you think I'd kill myself on your say so. Oh, really? Not even to save her life? Okay, wir können ihn konfrontieren, wir können negativ antworten oder rabbinisch. Konfrontieren wir ihn mal. You bargain with a woman's life? You can go to hell. Tut, Stone. Your loyalty to this Shiksa is admirable, but I have no love of either of you. I can just as easily shoot her, then you, and throw you both off the balcony. I'd prefer to avoid complications, but it's the same to me either way. You think you'll get away with this? You have no idea what you're messing with, Stone. This goes way beyond okay, you. Okay, bis dahin ist alles gleich. I don't claim to see what lies beyond. All I see is a man charged with leading his people, but instead leads them to their deaths. It's not that simple, Stone. It never is. Pull your head out of the clouds and take a look around. This is how the world works. So, are you going to jump, or is this going to get messy? Ich weiß auch nicht, was er meint mit This is how the world works. Er akzeptiert die Welt so, wie sie ist. Also, er nimmt die Welt so an, wie er sie hier hat. Und sagt, dass sie so funktioniert. Aber das ist natürlich nicht der einzige Weg, wie die Welt funktionieren kann. So ein Unsinn. Und was genau jetzt über die beiden hinausgeht, erklärt er auch nicht wirklich. So, aber da das Verweigern nichts gebracht hat, können wir vielleicht wenigstens ihr Leben retten. Ich weiß nicht, ob das was bringt, ehrlich gesagt. Und ob er sich jetzt sofort runterstürzt oder ob wir noch eine Chance kriegen, ihn zu entwaffnen. Alright. You win, Zelig. You hold all the cards. Good boy. He can be taught. Start walking. Jetzt hättest du ihm die Waffe zum Beispiel abnehmen können gerade. Now, open the door, Stone. Wait. There's one more thing.
He moved the gun off of me and pointed it straight at Rashri Lauder. Okay, er will sie jetzt erschießen vorher, oder wie? Forceful, negative, rabbinical. Wir machen mal die forceful reaction. Stop! Zelig! Oh! You! You son of a... DeMarco, you idiot! It's not enough you bungle your assignment. You show up here? Did anyone follow you? I want my money! You want what you deserve? Fine. What? Are you going to say he didn't deserve it? I took a quick glance at Rashri. I couldn't help but think that a close call had been made. He certainly served his purpose. Now, move! All this bloodshed sickens me. Über die Kante klettern. Stallheim, ich weiß gar nicht, was Stallheim heißt. Wartet, ich schau mal kurz nach. Stall. So, nein, du musst es auch. Achso. Ach, der Computer ist mal wieder zu langsam. To stall, verzögern. Okay, wir verzögern das Ganze mal. Wir halten ihn mal ein bisschen hin. Ich glaube, Grab his gun wird wieder nichts nützen. I can it, Stone. You're on the edge. Now die with dignity and jump. I nothing you can possibly say will change things, Stone. Okay. Uns bleibt wohl nichts anderes übrig. Ich nehme an, Grab his gun wird wieder zum selben Ergebnis führen wie vorhin schon mal. Well, what are you waiting for? Jump, climb back onto balcony, grab his gun, admire the view. Just admiring the view? Yes, it is nice, isn't it? Wie soll ich denn von hier aus jetzt seine Waffe ergreifen? Das verstehe ich gerade nicht ganz. Having a change of heart? Well, make up your mind. The bullet caught me in the left arm. The pain flared like a supernova. Your bravado is irritating. Now, jump! So, ihn hat's überhaupt nicht weiter interessiert, offenbar, huh? Well, what are you waiting for? Wir versuchen es von hier aus nochmal. The gun was too far away from where we're sitting. Können nichts tun eigentlich mehr. Aye. Nothing you can possibly say will change things, Stone. Am Ende scheinen wir es nur hinauszögern zu können und es hat keinen Sinn. Von daher, was sollen wir tun? Nochmal probieren? Having a change of heart? Well, make up your mind. Was, wenn wir nochmal versuchen, die Waffe zu holen? My right shoulder exploded into a fiercely furnace of pain. Black dots dotted in front of my vision as I struggled to keep focused. Your capacity for pain is indeed impressive. I'm almost tempted to watch you bleed where you stand. But time is short. Now jump or die. So nah wie ich jetzt dran stehe, nehme ich die Waffe weg. Oder auch nicht. Hi, aren't you the brave one? I really hoped to avoid this. Die ganze Zeit hat er den ersten Schritt gemacht, aber dann, wenn er wirklich direkt davor steht, kriegt er es nicht mehr hin, schnell genug zu sein. Also auch das hat nicht funktioniert. Die Frage ist, was hätte es gebracht, wenn ich gesprungen wäre? Okay, also ein weiterer Versuch. Ich schalte euch wieder zu, wenn wir an der Stelle sind. Bis gleich.